Im Normalbetrieb läuft das Wasser von außen durch den Sand und in der Mitte läuft das sauber gefilterte Wasser hoch. Über die Zeit nimmt der Dreck zu und der Druck steigt im Filterbehälter. Hier sieht man über 14 Tage, wie der Druckverlauf aussieht. Rückspülen spätestens bei 0,6 Bar oder alle 7 Tage, je nachdem, wie man den Pool nutzt und wie lange der Filter eingeschaltet war. Pumpe ausschalten, Walhebel auf Rückspülen stellen. Beim Rückspülen läuft das Wasser in der Mitte rein und wird durch den Sand hochgepresst und nimmt so die Schmutzteile mit. Pumpe einschalten. Man sieht, es ist doch einiges an Dreck drin. Pumpe ausschalten. So, das mit dem Spülvorgang macht er so lange, bis das Wasser klar ist. Das dauert vielleicht einmal ein Minütchen länger auf jeden Fall nicht, sonst habt ihr das Wasser aus dem ganzen Pool gepumpt, das geht jetzt flott. Müsst ihr ja alles wieder nachfüllen. Pumpe ausschalten. Warnhebel auf Nachspülen stellen. Das Nachspülen läuft genauso ab wie das Filtern, jedoch läuft das Wasser nicht in den Pool, sondern mit dem vielleicht noch vorhandenen Sand hinaus in den Abfluss. Pumpe einschalten. Pumpe ausschalten. Walhebel auf Filtern stellen. Das ist der Normalbetrieb für den Pool. Pumpe einschalten. Im Filterbetrieb läuft das Wasser außen durch den Sand. Und in der Mitte wird das saubere Wasser dann in den Pool befördert. Der Druck ist jetzt nach dem Spülen gesunken von 0,44 bar auf 0,3 bar. Das ist ungefähr das gleiche wie bei der Neubefüllung. So, die elektrische Leistungsaufnahme ist nach dem Spülen auch etwas günstiger, sind 5 Watt weniger, aber viel macht es nicht aus.